Ja, ich wurde wieder kurz unterbrochen. Ja, wo war ich denn hier? Ich war mit Artikel 13 hier, ne, am Reden. Und zwar schützt, ich sollte dieses Gesetz, ne, ja, Urheber schützen, wo, dass deren Materialien halt nicht einfach so verwendet werden. Allerdings, wie sieht's denn dann so mit Rezensionen aus oder so Reviews, ne, so, wo halt über das Material an sich halt selbst, ne, also wo halt darüber gesprochen wird. Wie sieht's denn damit aus? Das muss dann da auch komplett abgeschafft werden oder dafür muss es dann eine extra irgendwas geben irgendwie, ne? Das ist dann auch wieder so eine Einschränkung der Meinungsfreiheit irgendwie. Also man kann dann nicht so seine Meinung über so etwas sagen. Und das Beste ist auch, ne, über dieses Thema, dass der, wie heißt der nochmal? Also Axel Springer oder Axel Voss oder ich weiß nicht, ne? Also der hat halt gesagt, in einem Interview mit dem Herrn Newstime, auch ein bekannter YouTuber, dass also komme ich da noch hoch? Ich baue hier schon mal alles ab. Das hier noch. Ja, so einfach komme ich anscheinend nicht hoch. Dann baue ich mich hoch. So. Und schon bin ich oben. So. Ja, er hatte, als Herr Newstime halt gefragt hat, wie er das Ganze umsetzen will, ne? Dann hat der Axel Springer, Voss, oder keine Ahnung, hat dann halt gesagt, dass er keine Ahnung hat, wie er das umsetzen will. Ist nur ein Modell. Ne? Die Umsetzung kommt dann später. Aber erstmal dann dieses Gesetz bringen, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Was ist, wenn die Umsetzung überhaupt gar nicht mehr geht, ne? Eigentlich technisch unmöglich ist. Was dann? Was passiert dann mit dem Gesetz? Wird das dann einfach abgeschafft? Also hier drunter kommt Erde und dann Stützbalken. Also so ganz dünne, so, ne? Dass es so japanisch aussieht. Oder asiatisch, keine Ahnung. Ne? Er hat auch irgendwie gar nicht gesagt, dass er mit so Leuten, die sich damit auskennen, so Informatiker oder irgendwie Programmierer oder so, ne? Dass er halt, er hat nichts darüber gesagt und dass er halt mit denen diskutiert hat, ob es ja überhaupt möglich ist, das umzusetzen. Und er hat einfach gesagt, keine Ahnung, ist nur ein Modell, das Gesetz bringen wir trotzdem raus. Ne, nach diesem Motto, nach diesem Sinn. Ich habe auch gehört, dass er lange Zeit halt versucht hat, dieses Gesetz irgendwie ne, zu verabschieden, also dass das gültig wird. Ja, es bleibt spannend. Vielleicht, also momentan, vielleicht ist schon ein Urteil gefällt, ob das Europäische Parlament oder halt die Entscheidungsträger das dann halt erlauben. Also, ach, weißt du was? Zack. So. Aber ich hoffe mal, dass dieses Gesetz nicht zustande kommt. Das könnte jeden hier betreffen und auch auf negative Weise, weil wenn man sich zum Beispiel der Gronkh hat in einem seiner Streams halt erzählt, ne, dass er
so Claims bekommen, obwohl er alles lizenziert hat, ne, Musik und so. Okay, nee, wir sterben. Ja. Ich habe gerade. Oh, ich habe mein Ladekabel nicht angeschlossen. Ich hoffe, die Aufnahme hat nicht geruckelt. Okay, ich nehme erst seit 5 Minuten auf, deshalb kann es nur für eine Weile geruckelt haben. Ich muss mal gleich in die Aufnahme schauen. So. Jetzt muss ich meine Sachen holen. Ich hätte schlafen sollen, ne? Damit der hier verbrennt. Ja, ich gehe dann schlafen. Zack. Okay, wäre sowieso nicht möglich. Was? So, jetzt wird geschlafen. ...1441 und 1627. Da ist unsere Truhe. Das heißt aber, also die Frage ist aber, wo ist denn das genau? Okay, das ist ja eigentlich genau, aber... Ne? Also... Die Koordinaten sind ja hier nirgendwo eingeblendet. Ich könnte natürlich F3 drücken. Das mache ich, glaube ich, auch. F3, 1441. Wir sind gerade bei 51. Hier so 1041. Ach da. Okay. So. Dann Schere, Schaufel. Haben wir Schaufeln? Nee. Dann zack. Ein Schwert, naja, dann kommt alles einsammeln. Dann lass sie anziehen und sortieren. So. Gut. Dann baue ich das mal ab fürs Lager, ne? Kisten umsonst bekommen. So. Jetzt brauchen wir eine Menge Erde, ne? Und das muss auch mit Gras bewachsen werden. Ja, hier wieder so ein kleiner Schnitt, ne? Ich wurde wieder unterbrochen und ich habe dann die Zeit genutzt und habe im Internet nachgeschaut, wie man Gras wachsen kann, wachsen lassen kann. Da wurden halt verschiedene Methoden vorgeschlagen. Eins davon war irgendwie Fackeln in der Nähe von, also dass Gras halt nicht wächst, wenn da nicht genug Licht ist. Da kann ich es mir gut vorstellen, weil die Sonne von da strahlt, ist die Erde halt im Schatten. Aber hier hat es doch genug Licht eigentlich, oder? Ne? Oder hier, ne? Hier oben so, ne? Da ist ja genug Licht. Und, oder man kann das in der Nähe von einem Block platzieren, wo halt schon Gras wächst, zum Beispiel hier. Und dann verbreitet sich das so automatisch. Das versuche ich jetzt mal. Das heißt, wir bräuchten erstmal Erde. Und dann schaue ich mir, ob das klappt. So, ich hoffe, das geht. So, dann, während wir warten, kann ich ja schon mal die Stützbalken machen, ne? Haben wir noch Ziegelsteine? Ja. Gibt es eigentlich so Zäune? Also.
So, vielleicht auch nicht. Dann gucke ich mal hier. Vielleicht sollte ich erstmal nach Gras gucken, ne? Grass. Seeds, das geht auch. Seeds, ah, okay. Wir haben doch jede Menge Seeds. Wenn das geht, ne? Wenn das geht. Ich habe mal die Hälfte. Wenn das geht, fresse ich einen Besen. Okay, ich hole mir schon mal einen Besen. Ja, das geht auch. Ja, dann. Ich hoffe, das geht dann. Das bleibt doch, ne? Ich hoffe, das geht nicht nach einer Weile weg. Ja, dann. Alles hier mit Gras. Okay, bis hierhin vielleicht, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen weiter nach innen. So, hier so, ne? Und dann. Nein, E. So. So, 31. Das ist ein normaler Grasblock. Moment, ich hätte auch vielleicht was anderes gucken können. Loamy Grass, ah, Sandy Grass, okay, das ist das. Flowering Grass. Okay. Das kann man nicht herstellen. Ja gut, dann benutzen wir mal das. So. Ja, nice, hier wächst schon was. Oh nein.
Boah, musst du niesen. Boah. Wusstet ihr schon, dass wenn man niest, ne, dass das Herz in dem Moment stillsteht? Ich wusste es erst, ja, schon seit einiger Zeit, aber ist nicht so lange her und sowas weiß man eigentlich nicht. Man denkt halt niesen, okay, ist nicht so schlimm. Oh Gott. Puh. Geschafft. So, dann schwimmen wir wieder hier hoch. Ich glaube, es wird Zeit, die Plattform zu bauen. Dann fallen wir wenigstens auch nicht so oft runter. So. Ja, die Plattform baue ich jetzt. Und dann erst die Stützbalken. Das ist, glaube ich, besser. Die Frage ist dann nur durch Erde. So. So. Eins. Ach, da muss sowieso vorher Erde, damit das Grün zuwächst, ne? Erst dann kann ich die Balken platzieren. Weil sonst sieht es merkwürdig aus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bis hierhin wollte ich, glaube ich, machen, ne? Dann muss ich von dem Haus auch 10 über. So. Das ist schon das Haus, dann das 1, 2, 3, 4. Okay, noch 6 nach draußen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.